Eigentlich wäre ich längst tot. Geschlafen habe ich auf dem Boden, in Viehwaggons. Ich mache jede Arbeit für jeden Lohn. Überall Müll. Eine Plastiktüte schützt mich vor dem giftigen Chrom. Manchmal, da stelle ich mir vor, auf den Flügeln eines großen Adlers ganz weit weg zu fliegen. Meine Kinder und meine Schwester waren in der Fabrik, als das Gebäude eingestürzt ist. Sie hat mir gesagt, dass sie dort nicht mehr hingehen will. Jetzt kommen sie alle nie wieder. 80 Stunden die Woche, 17 Cent Stundenlohn. Ich mache das für dich, für deine Wegwerfmode. Meine Welt ist zerstört. Ich stehe vor dem Nichts. Stinkendes Wasser verätzt mir die Hände. Aber wie es hier zugeht, interessiert dich nicht. Seit ich die Zustände kritisiert habe, lebe ich gefährlich. In unserer Fabrik steht ein kleiner Fernseher. Einmal habe ich die deutschen Spieler gesehen. Aber ich habe ihre Namen vergessen. Den Journalisten habe ich erzählt, wie man mich zwingt zu arbeiten. Ein großer Fehler. Ich weiß, dass die Trikots in weit entfernte Länder gebracht werden. Du bestellst und schickst zurück. Ich aber lebe in Armut. Für immer. Sportartikelhersteller haben die Macht über diese Menschen. Bislang zählt nur der Profit. Fußball und Fans stehen im Abseits. Fans zahlen 100 Euro für ein DFB-Trikot. Und die Näherin kann von ihrem Lohn nicht leben. Hersteller, Händler und Verbände profitieren. Du kannst für Gerechtigkeit sorgen. Unterstütze Payfair, Playfair, damit Sportartikelhersteller und Zulieferer existenzsichernde Löhne zahlen. Zum Fußball gehören wir alle. Zeig, wie fair du bist. Ich seh's dir an.